Es wird uns gesagt, das Wetter wird manipuliert, weil sich das Klima so ändert. Ja? Es wird zu heiß. Ja? Man sieht aber doch auf einigen Kanälen, dass die Wälder eigentlich gar nicht von selber anfangen zu brennen, sondern dass das in den meisten Fällen doch Brandstiftung ist. Ist es wirklich so, dass wir jetzt immer mehr Naturkatastrophen erleben? Oder ist es deshalb, weil es ganz einfach durch die sozialen Medien mehr an uns herangebracht wird? War es immer gleich? Wären die Hagelkörner wirklich größer? Also ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass im Durchschnitt jährlich auf der ganzen Welt 70.000 Waldbrände passieren. Mhm. Und 330.000 Menschen sterben bei Waldbränden. Mhm. Jährlich. So, von denen wissen wir aber nichts. Mhm. Das heißt, wenn die alle immer berichtet werden würden, dann hätten wir quasi schon seit 20 Jahren nur Horrorszenarien. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt kommt eben die Rolle der Medien, dadurch, dass man immer nur selektiv sagt, immer wenn es gerade in die Agenda passt, in den Plan, dass man jetzt sagt, okay, jetzt berichten wir mal sehr viel über Waldbrände oder sehr viel über Umwelt, über Überflutung oder über Vulkanausbrüche, weil wir gerade im Hintergrund diesen Klimawandel verkaufen wollen. Oder zu Corona-Zeiten, wenn man dann sagt, oh, heute sind 7.000 Menschen in Deutschland gestorben, aber es sterben halt täglich, bei 80 Millionen Menschen sterben einfach auch so viele Menschen, ne? Aber es wird nicht berichtet. Also die Rolle der Medien ist echt wirklich sehr, sehr signifikant heutzutage. Und wir haben sehr, sehr viele Ereignisse, die auf der Erde parallel abgehen und wir können die alle gar nicht einfangen. Und man muss ganz vorsichtig sein, ob das jetzt wirklich unnatürlich viel ist, nur weil es jetzt mal berichtet wird. Ne? Und dann, was die Waldbrände an sich angehen, da ist auch der Großteil, ist ja tatsächlich Brandstiftung. Auch wenn jetzt ganz viel dieses gerichtete Energiewaffen rumgeht. Ich habe mich da jetzt auch zurückgehalten mit Berichterstattung. Mit Hawaii zum Beispiel? Genau, weil da einfach ganz viele Sachen, es ist, was es ist. Die Menschen sind beschäftigt, sie nehmen ihr Handy mal eben so vom Sofa oder von der U-Bahn und haben ganz wenig Zeit, gucken drauf, oh, das klingt interessant, das schicke ich meiner Freundin. So, schau mal. Und dadurch ist es wie ein Lauffeuer, aber keiner setzt sich, oder die wenigsten setzen sich hin und machen wirklich eine tiefen Recherche. Zum Beispiel, dass in Hawaii südlich von Maui war im Prinzip ein Hurricane gleichzeitig, der das Ganze, der ein Tiefdruckgebiet erzeugt hat. Und das nördlich von Hawaii war ein Hochdruckgebiet, was so groß war wie der ganze Nordpazifik. Und der hat im Prinzip das so trocken gemacht in erster Linie. Genau einen Tag vorher ist dieses Hochdruckgebiet entstanden, am 7. August oder so war das, in dem Zeitraum. Und dieses riesengroße Hochdruckgebiet, da kann man jetzt überlegen, ob das jetzt so natürlich ist, dass auf dem Pazifik ein riesengroßes, festgetackertes Hochdruckgebiet ist. Und da geht es hier wieder Richtung Stichwort Ionosphärenbeeinflussung. Was dann im Prinzip alles so runtertrocknet und dann diese Rechtsthermik erzeugt, wodurch du sehr starke Winde auf Hawaii hattest. Wodurch dann natürlich die kleinsten Funken sofort sich auch verbreiten und auch wirklich kilometerweit getragen werden. Ja, aber es ist ja schon, also da sind ja wirklich Autos geschmolzen und so und teilweise die Bäume doch, teilweise sind Bäume gestanden und viele Villen hat es nicht getroffen, also. Man muss aber vorsichtig sein, weil sehr viel Fantasie. Das, was ich mir angeschaut habe, ist die ganzen Aufnahmen, die rumgegangen sind mit, ich kann da einen Laser erkennen und das Feuer ist angeblich ein Plasma und so weiter. Das sind alles Effekte, die ich habe jetzt selber 8 Jahre in der Filmindustrie gearbeitet, also wirklich Bilder bearbeiten auch. Und da sind ganz viele Sachen, sind davon einfach Linseneffekte. Also die einfach durch die Kamera, weil sie das so filmt, dann entsprechend die Sonne reinscheint oder irgendwie eine Stromtrasse, eine Stromleitung irgendwie umgekippt ist, dadurch ein heller Lichtblitz erzeugt wird und ganz viel ist da einfach auch Fehlinterpretation. Also es muss nicht immer alles sofort... Also genau wissen werden wir es nicht wirklich, ne? Genau, ist auf jeden Fall nicht immer alles sofort ein 1 Milliarde teurer Weltraumlaser. Spannend. Spannende Zeit. Die Hagelkörner werden wirklich größer? Oder gab es immer schon so große Hagelkörner? Ich kann auch nur so weit berichten, wie ich es aktiv wahrnehme. Also es gibt tatsächlich Technologien, um diese Hagelkörner größer zu machen und um künstlich auch Schnee zu erzeugen. Also wirklich da gesetzt Cloud Seeding zu betreiben. Tornados werden ja auch wahnsinnig viele gefilmt, auch nicht häufiger als normal, sondern jetzt einfach, weil die Leute Handys haben und sie... Spielt mit rein, ja. Aber es gibt natürlich auch entsprechende Technologien und Methoden, um diese Dinger, diese Tornados, diese Windbedingungen so zu gestalten. Auch hat auch viel mit Strahlung zu tun und auch eben auch mit gerichteten Energiewaffen, weil wann ist etwas eine Waffe? Wann ist das Küchenmesser eine Waffe? Das ist ja alles potenziell eine Waffe. Und wenn du halt einfach mit entsprechender Leistung Energie bewegst, dann, die meisten Menschen sagen Directed Energy Weapons, also DEW, ist ein Laser. So.
Aber es kann auch Mikrowellenstrahlung eine gerichtete Energiewaffe sein und auch genauso Radarstrahlung, die man halt bündelt und in eine Richtung schickt. Das heißt, das ist alles sehr schwammig. Ich muss im Prinzip genauer definieren, was was ist. Und diese Tornado-Phänomene, Hurricanes, Tornados, die können definitiv auch erzeugt werden, gesteuert werden, begünstigt werden. Da gibt es auch zuhauf Patente, die zeigen, wie... Kann man sie auch lenken, in welche Richtung sie gehen? Wirklich? Ja, wenn du halt, so wie jetzt auf Maui, so in die Richtung, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hochdruckgebiet erzeugst, Hochdruckgebiet entsteht ja dann, das ist auch so ein Fallstrick, ein Hochdruckgebiet entsteht ja, wenn viel Luft da ist und wenig Wasser, dann hast du einen hohen Luftdruck, das heißt wenig Wasser. Und wenn du etwas aufheizt, dann steigt ja die Luft an der Stelle auf und erzeugt unten quasi, oben quasi einen hohen Luftdruck und unten, das heißt die Luft dehnt sich aus. Wenn die Luft sich ausdehnt durch Aufheizung, dann entsteht im Prinzip ein Tiefdruckgebiet, weil wenig Luft da ist, weil die sich ja weit auseinander geht. Und wenn du jetzt aber ein Hochdruckgebiet platzierst und einen Tiefdruck darunter, dann hast du quasi diese Richtung und diese Richtung. Und wenn die gerade dicht beieinander platziert werden, dann begünstigst du natürlich eine Windschneise und kannst damit natürlich dann auch, wenn du jetzt noch entsprechend Feuchtigkeit und so weiter, kannst du dann auch natürlich einen Tornado forcieren im Endeffekt. Durch nur die gezielte Aufheizung und Abkühlung von Bereichen. Und das ist jetzt aber schon öfters der Fall, oder nicht? Ja, da kommt es auf die Größenordnung auch drauf an, weil diese Technologien, die arbeiten meistens im großen Bereich, also wirklich so kontinental oder Nordpazifik, Südpazifik. Und da muss man dann schauen, wie klein, wenn jetzt so eine über irgendeinem See eine kleine Mini-Tornado zu sehen ist, dann wird das wahrscheinlich sowas nicht unbedingt sein. Das heißt, der Tornado ist dafür da, um diese ganze Energie zu entladen? Oder? Ja, der Tornado ist ein drehendes, statisches Feld, kann man sagen. Also ein Haufen elektrische Energie, kann man sagen. Die rotiert. Also ein elektrostatisches Feld, welches rotiert. Und das will sich entladen. Aber was bezweckt man damit, wenn man so etwas entwickelt, steuert? Oh, da gibt es viele Methoden. Man kann die Elektrostatik für sich nutzen, indem man da genau an der Stelle dann erstmal das Feld erzeugt und dann die Elektrizität extrahiert und woanders hinlenkt. Gibt es auch Technologien. Bis hin zu, was bezweckt man? Ja, einfach auch Verwüstung. Also durch die hohen Windgeschwindigkeiten kannst du dann im Prinzip auch Landwirtschaft kaputt machen oder wenn du jetzt Interesse hast, irgendwo ja, den Klimawandel, extreme Unwetter und so weiter, dann kann man natürlich damit auch, das ist ein Werkzeug im Endeffekt für einige. Und wie gefährlich ist es für Flugzeuge in der Höhe? Die meiden ja tatsächlich. Linienflugzeuge meiden tatsächlich die einfach jegliche Turbulenzen. Das sieht man aber schon vorher, oder? Ja, das merkt man, das wird ja alles gemessen und die haben ja Live-Daten und so und dann wird auch direkt auch schon, wenn einfach in der, muss kein Tornado sein, einfach nur Turbulenzen in einer gewissen Flughöhe, dann gehen die auch mal einen Kilometer runter, um einfach diesem Turbulenzfeld auszuweichen. Also die fliegen jetzt nicht zumindest die Zivilen fliegen jetzt nicht durch Tornado durch. Es heißt, in Mallorca gibt es angeblich schon so Gebiete, wo man Geräte entwickelt hat, die das schon ein bisschen abwehren können, stimmt das? Chemtrails oder ja. Die? Ja, immer wieder mal. Also was heißt abwehren? Also diese feinen Nanopartikel. Oder neutralisieren oder irgendwie verschwinden. Ja, was viele Geräte machen, ist im Prinzip das, was ich auch von dem Elektrosmog im Kleinen schon gesagt habe. Ja. Dass du entweder quasi über diese Phasenkonjugation arbeitest und die Frequenzen, die reinkommen, analysierst und dann umdrehst. Oder über diese Ätherbeeinflussung, diese Subraumbeeinflussung in den Quantenbereich. Da kann man dann auch viel machen. Und diese Regeln, das sind ja universelle Regeln, die gelten im Kleinen wie im Großen. Weil wir haben da oben nicht nur diese Partikelbelastung, sondern auch diese Frequenzbelastung. Mhm. Durch diese, wenn man sich das ganze Spektrum anschaut, von Niederfrequenz, also von ELF, Harp-Frequenzen, bis hin zu Hochfrequenz, wo wir dann bei 60 GHz landen, wo auch 5G und so drauf sendet, nicht offiziell, aber inoffiziell schon, das haben wir alles da oben. Wir haben ja auch ein ausgebautes Satellitennetzwerk mittlerweile um die Erde rum und die beamen auch alle runter. Teilweise gibt es Menschen, die sagen, oh, ich habe hier Starlink gesehen, dann so acht kleine Punkte, die vorbeifliegen. Das ist alles real und ist um uns rum schon. Nur der Weltraum, das klammern viele Menschen immer noch aus, als Sci-Fi, obwohl da schon sehr, sehr viel gemacht wird. Nicht umsonst hat Trump damals die Space Force offiziell quasi gegründet. Na, und das, was wir im Kleinen machen können gegen Elektrosmog, gilt auch, ein bisschen anders, aber gilt auch fürs Große im Endeffekt, für die Atmosphäre, weil da auch genau das Gleiche ist. Kann man eigentlich mit solchen Frequenzen Berge einstürzen lassen? Ja, braucht aber sehr viel Energie. Also du musst halt, wenn du die Molekularstruktur eines Berges
musst du erstmal wissen, woraus besteht der Berg? Aus Eisen, aus eben Siliziumdioxid, aus also Quarz, aus verschiedenen Gesteinsmischungen. Ja, gut, das kann man mit Bohrungen und so. Ne? Genau, da muss man, die Daten liegen auch alle vor. Mhm. Und da muss man halt nur wissen, worauf, auf welcher Frequenz schwingen diese Stoffe, Größe der Partikel und so weiter. Und dann kann man im Prinzip, wenn man das weiß, mit auch exotischer Waffentechnologie diese Strukturen auseinanderbrechen oder instabil machen. Was sind deine Visionen? Ja, was sind die Visionen? Also im Prinzip, dass die Menschen alle nötigen Informationen haben, um klare Entscheidungen zu treffen, um aus dieser, wie sagt man jetzt, diesem Schlaf aufzuwachen, dieser Paralyse, dass man einfach so ein bisschen, ja, ich mache das und dann fahre ich in Urlaub und dann gehe ich da arbeiten und so weiter und dann einfach nur so seinen Alltag, und sondern dass man einfach sieht, das ganze Bild sieht, was auf der Erde eigentlich passiert, welche Mächte am werkeln sind, was die Ziele sind für manche Gruppierungen und was man dann auch sieht, dass das umgesetzt wird und so, gewisse Gesetze, die gemacht werden oder so, das hat ja alles einen Grund und dass das einfach alles auf den Tisch kommt und man sich nicht nur aufgrund von Scheuklappen oder aufgrund von, also auf eigenen Scheuklappen, gibt es ja auch Menschen, die wollen das gar nicht sehen und natürlich den Scheuklappen, die dir aufgesetzt werden, also die Vorhänge, die vorgehangen werden, dass du das nicht siehst, was dahinter steht, dass das alles wegkommt und dass man dann wirklich erstmal natürlich auch durch so eine Phase gehen wird wahrscheinlich, wo man erstmal, oh, hätte ich ja nicht gedacht, kennt jeder, und dann aber Klarheit hat. Und dann sagt, okay, das ist also jetzt die Welt, wie sie ist und nicht mehr nur Einhorn-Regenbogen. Und dann für meine Kinder auch und so möchte ich den Weg einschlagen, aufgrund von allen Informationen, die da sind. Ne? Und nicht nur 10%, 5% und dann sagen, okay, so und so. Glaubst du an UFOs? Spontane, spannende Frage. Ja, das also, frage ich fast alle meine Gäste. Ja, klar, weil das Universum ist so groß, das wäre ziemlich egoistisch und dazu sagen, dass wir jetzt die Einzigen sind und so weiter und auch die weit entwickelsten. Wir haben schon, also die Technologie im Hintergrund, gerade militärische, die ist schon sehr weit entwickelt. Und es gibt aber eben noch andere, das Universum ist riesengroß und es gibt so viele andere Möglichkeiten noch. Von daher wäre es aus meiner Sicht arrogant zu sagen, nee, wir sind die Einzigen, UFOs gibt es nicht und so weiter. Aber es ist nicht alles, was man am Himmel sieht, was man nicht gleich erklären kann, UFO. Sondern? Auch wieder Militärtechnik, die im Hinterrücks entwickelt wurde, wo wir abgelenkt wurden. Da sind wir bei den Informationen. Schaut mal alle dahin. Raketentechnik und wir machen dann ein bisschen Antigravitation im Hintergrund und so und testen ein bisschen rum. Und dann hast du halt Roswell, so vermeintliches UFO abgestürzt. Großes Thema, können wir jetzt auch ewig drüber reden. Ja. Aber ja, nicht alles, wie sagt man so schön, nicht alles glauben, was man hört. Also nichts glauben, was man hört und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Tut gut daran, ja. Ein schöner Schlusssatz. Ja. Vielen Dank, vielleicht sehen wir uns, wie gesagt, im September. Ja. Danke dir. Danke, danke. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wie gesagt, sei dabei bei unseren Live-Interviews und bis zum nächsten Mal und ciao.